The Evil Within Folge 10. Immer noch auf dem Zombie-Bauernhof. Und immer noch verwirrt. Ob der Frage, wie zum Geier wir das Tor aufkriegen sollen. Anscheinend ja mit einer Kettensäge, von der ich keine Ahnung habe, wie wir an die rankommen sollen. Das ist aber auch ein komisches Dorf hier. Guck mal hier, mit so einem riesen Pfahlding. Ist vielleicht so. Ist ein Museum oder sowas? Wirkt eher so. Wir befinden uns ja eigentlich im modernen Zeitalter. Gott sei Dank steht es mit dem Entschärfen immer dran. Ich würde die immer übersehen. So, ein bisschen von dem Zeug. Ein Savepoint wäre mal wieder gut. Wir waren in letzter Zeit immer so nah am Sterben. Ach, hier war doch sogar irgendwo einer, aber. Das weiß ich auch nicht mehr, in welchem Haus das war. Können wir hier hoch? Ah, Tatsache. Ach schön. Eine kleine Kletterpartie. Wehe, hier oben ist einer. Was haben wir denn da? Blendbolzen. Okay, ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust. Der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Cool. Okay, gut. Noch eine neue Art Bolzen. Bisschen Zeug zum Basteln und grünes Gel. Dann können wir auch schon wieder runter. Guck mal, da ist einer aufgespießt. Ne, der hängt da. Achso. Ja, dann. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo wir eine Armbrust herkriegen sollen. Ne, Quatsch. Alter, was war denn das? Oh. Da hat wohl noch einer gelebt. Können wir den eventuell verbrennen, bitte? Der sieht noch ein bisschen lebendig aus. Sehen schon wieder. Achso, das ist dann der Typ in der Scheune, oder? Ich hoffe es. Da drüben ist auch noch einer. Wo sollen wir hier? Eine Kettensäge herin, die können doch überall sein. Hey, die drehen sich aber auch immer in dem Moment um, wenn man hinter ihnen ist. Das ist echt so. Das ist jetzt zum vierten oder fünften Mal so. Nervt jetzt. Oh. Ach, guck mal, der hat eine Knarre. Natürlich, der Zombie hat eine Knarre. Warum auch nicht? Haben wir Zombies auch in der Regel. Die geben Gott sei Dank relativ schnell auf. Ich finde es gerade ehrlich gesagt ein bisschen frustrierend. Das ist nichts Neues, oder? Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Ja, wo soll ich die denn herkriegen, Junge? Du siehst auch, wie groß das Gebiet hier ist, oder? Da ist eine Axt wenigstens mal. Vermutlich unsere von vor ein paar Folgen. Was leuchtet hier eigentlich? Hier ist schon mal nichts. Können wir es eigentlich kaputt machen? Ups. Ach richtig, man konnte Kisten ja kaputt machen. Ich erinnere mich.
Und hier soll jetzt irgendwo eine Kettensäge sein. Na, klasse. Hier ist nichts. Okay, hier sind wir wieder hier, da war nichts mehr. Da ist der Typ mit der Knarre. Ich finde es blöd, dass wenn man die Axt trifft, dass er da keine so eine Flugbahn anzeigt wie bei allen anderen Gegenständen, die man werfen kann. Oh, da ist noch einer. Kommen die jetzt auf einmal wieder her, spawnen die etwa nach? Das wäre aber ätzend. Das wäre wirklich ätzend. Da gucken wir nochmal hier rein. Was bringt dieser verdammte Hebel? Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Hier oben haben wir doch jetzt alles sauber gemacht, oder? Ja, hier ist absolut gar nichts mehr. Hier war dieses Tonband. Genau, mehr war hier nicht. Das hilft uns auch eher wenig. Müssen wir jetzt hier echt jedes einzelne Haus abklappern, bis wir irgendeine Kettensäge finden? Was bringt das? Ich würde so gern wissen. Ach, guck mal, da draußen sind Spikes. Ich verstehe. Was bringt denn das hier? Ah, da sind da hinten Spikes. Man müsste eigentlich bloß mal die Augen aufmachen. Kann sich auch nicht entscheiden, welche Richtung er läuft. Der dreht sich doch eh wieder pünktlich um. Sieh an, es funktioniert sogar mal. Ich glaube, wir haben noch so eine Granate bekommen. Okay, also da ist auch nichts. Hier oben war auch nichts mehr. Da hinten ging es nirgends mehr rein. Also dann nochmal die Häuser hier. Oh weh, ich mache das hier irgendwie furchtbar falsch. Und die liegt direkt davor oder so, aber das glaube ich nicht. Kann der eigentlich die Tür nicht zumachen im Knien bzw. Crouchen? Hier war der Save Point. Oh Gott sei Dank. Dann speichern wir wenigstens mal. Das ist wenigstens ein Vorteil hier. Sie wurden erwartet. Wo bin ich denn jetzt? Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Wo bin ich denn jetzt? Oscar, vermisst. KCPD-Officer Oscar Connelly, auf Patrouille verschwunden, sein Wagen wurde am Stadtrand verlassen aufgefunden. Ist das nicht der, der als erster so ein Zombie wurde? Ich glaube, warum sind wir denn jetzt auf einer Polizeistation? Achso, wir sind hier. Ah, okay, verstehe. Okay, dann können wir mal gucken, ob wir ein bisschen aufleveln können. Wir haben einiges von dem Zeug gefunden. Okay,
Genauigkeit können wir ein bisschen skillen. Ach, guck mal, wir können die bolzen. Was bringt das dann? Bewirkt zusätzlichen Schaden. Blenddauer kann gesteigert werden. Sprenger, die hohen Lernwirkungen, was auch immer. Ich glaube, die Blendbolzen sind ganz gut, wenn wir die ein bisschen aufrüsten. So, können wir vielleicht hier bei der maximalen Sprinter und nein, kostet alles 6000, das war hier. Komm, machen wir das auch noch. So. Wenn wir schon mal hier sind. So. Dann einmal nochmal kurz speichern. Was denn, ist dir langweilig? Mir nicht. So, zack. Okay. Dann würde ich sagen, kannst mal weitergehen. So, und wieder hinein ins Verderben. Da drin ist noch einer. Das soll jetzt ein Witz sein. Also bei aller Liebe, warum kommt der jetzt hier rein? Manchmal verstehe ich es echt nicht. Ist hier noch irgendwas? Nö. Hier waren wir ja auch schon. Ich glaube, da kommen gleich Freunde. Yep, da kommt einer mit der Fackel. Da warten wir lieber, bis der wieder geht. Ach, guck mal, es sind gleich zwei. Cool. Umso besser zu hoffen, dass die uns hier nicht finden. Okay, der geht nach oben. Der andere. Ah, da. Tockelt der wieder raus, oder wie? Ja. So wie ich mein Glück kenne, dreht der sich jetzt gleich mal wieder um. Nee. Dem ist Schluss. Haben wir eigentlich normale Bolzen? Das sind normale Bolzen. Nein. Können wir es immer nie merken. Nee, wir haben keine normalen, verdammt. Dann bleibe ich mal bei der Knarre. Wobei ich die auch eher ungern abfeuern würde. Da ist er. Ich glaube, er hat uns entdeckt. Wäre toll, wenn wir den auch beim Rausgehen irgendwie abstechen können. Ey, der hat es aber nicht gesehen. Wie will denn der da drauf kommen, dass wir hier drin sind? Das ist ein Zombie, der kann nicht mehr denken, verdammt. Okay, er hat's nicht verstanden. Na, wo geht er hin? Ganz ehrlich, dann soll der da oben hingehen, da waren wir auch schon. Da hätten wir eine Kettensäge vermutlich entdeckt, wenn da eine gewesen wäre. Dann soll der doch da oben bleiben, wenn er will. Und wir verziehen uns. Beziehungsweise wir verziehen uns noch nicht, wir bleiben hier einfach mal kurz drin. Und zwar bis zur nächsten Folge. Es tut mir leid, dass ich hier gerade nicht wirklich vorankomme. Ich verstehe es noch nicht so wirklich. Wir müssen hier irgendwo eine Kettensäge finden, keine Ahnung wo. Und irgendwie, ja, es läuft nicht so der Hammer. Ihr könnt mir gerne Tipps geben in den Kommentaren.
Da freue ich mich drüber. Ansonsten hoffe ich, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, bye bye.